Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch ein kleines Upgrade oder eher eine Veränderung von meinem Pyromanten zeigen. Ich habe da ein bisschen rumgetüftelt, jetzt kam auch noch das neue Update und man muss sagen, es ist jetzt schon etwas schwieriger geworden, da die Mod von dem Golem nicht mehr wirklich so funktioniert, wie sie vorher funktioniert hat, was aufgrund eines Bugs passiert ist, weil man diese Mod fast dauerhaft abhatte, obwohl es nicht angezeigt wurde. Jetzt ist sie so, wie sie sein sollte nach dem Update und jetzt haben einige etwas Probleme mit dem Überleben. Ich selber kriege auch ziemlich viel Damage inzwischen, weswegen ich mir überlegt habe, den Pyromanten noch etwas umzubauen. Die Fähigkeiten sind dieselben wie zuvor mit Hitzewelle, Überhitzung und Brandbombe. Was ich geändert habe, sieht man hier im Skilltree. Ich habe ein bisschen was aus dem Damage rausgenommen, damit ich weiter nach oben gehen konnte. Zu der Fähigkeit Einäschung. Sobald nämlich Verbrennung endet, kommt Asche auf die Gegner. Und das hat den Grund wegen dieser einen Mod hier, Meisterverbraucher. Bei dieser Mod verbraucht nämlich Überhitzen Asche oder Verbrennung. Und wenn beides gleichzeitig verbraucht wird, macht diese Fähigkeit 150% mehr Damage. Dann habe ich als zweites noch Schadensabsorbierer für mehr Rüstung und Widerstand. Auf den Händen habe ich dann noch Feuerraserei und doppelt so heiß. Auf dem Bein Anomalie-Echo und Riesenwelle. Auf dem Oberkörper Zünder und ausgebrannt. Und auf dem Kopf noch Feuer unterm Hintern und ungezähmte Macht. So, und wenn wir rüber zu den Waffen gehen, habe ich auf der Front Todesschild mit Festung, ganz wichtig. Und ich habe da jetzt Sandsturm drauf. Festung halt aus dem Grund, man erhält nämlich 43% mehr Schaden von seiner Rüstung. Da ich 100k habe, sind das bei mir auch ungefähr 43k Damage, die überall drauf gezählt werden. Egal ob Anomalie oder Waffen. Und die Mods werden da auch noch zugezählt. Das heißt, jede Mod macht auch nochmal extra mehr Schaden. Deswegen ist diese Mod eigentlich schon ein Muss. Und als Zweitwaffe habe ich die Anomalie dabei, die man ja dann leer schießt und alle 8 Sekunden auf diese Zweitwaffe wechselt, um die Explosion zu bekommen. Man kann aber als erste Waffe eigentlich jede Waffe mitnehmen, die Statuseffekt drauf hat, um halt seine Fähigkeiten nochmal zu stärken. So, und wo ich hier doppelt so heiß drin habe, den Slot kann man auch benutzen, um noch was anderes reinzupacken, um mehr Damage zu bekommen. Es kann also auch irgendeine andere Mod sein. Oder vielleicht noch ein bisschen, um besser auszuhalten oder um eine weitere Hitzewelle reinzupacken. Also da ist eigentlich jedem seins überlassen. Und noch als kleine Anmerkung. In dem Run, den ich jetzt gleich zeige, habe ich Schadensabsorbierer gegen Schild des Beharrlichen ausgetauscht. Das hat mir dann doch noch ein bisschen mehr geholfen als die extra Rüstung. Ja, dann kommt jetzt der Run nach dem Update. Viel Spaß!